Ich nehme etwas Schnee mit. Mal sehen, ob er davon wach wird. Hm? Was war das? Wieso ist die Tür auf? Bei Allah, was geht hier vor? Der Prophet scheint mir gnädig zu sein, also sollte ich die Gelegenheit nutzen. Denn die Welt gehört dem, der handelt. Jetzt müsste er mich direkt zum Käufer der Amphore führen, weil er sein Geld holen will. Ich darf nur den Anschluss nicht verlieren. Mist, er ist mir entwischt. Der Kerl ist gerannt, als wäre der Leibhaftige hinter ihm her. Was soll ich nur tun? Die Chancen, An-Nazir zufällig zu finden, wenn ich blind einen der Ausgänge wähle, sind sehr gering. Ach, wenn ich doch noch mal von vorn... Wow, dieser Traum ist echt merkwürdig. Anscheinend befinde ich mich jetzt wieder einige Augenblicke vor dem Start der missglückten Verfolgung des Händlers. Also schön, zweiter Versuch. Diesmal sollte ich mir aber vorher überlegen, wie ich seine Spur wiederfinden kann, nachdem er mir entwischt. Die Kartoffel und den Kohlkopf nehme ich mit. Ich will mich nicht ausruhen. Da steht, keine Straßenmusikanten nach Einbruch der Dunkelheit. Es ist absolut diebstahlsicher an die Hauswand geschraubt. Selbst in diesem total verrückten Traum ist es unsinnig, jemanden anzurufen. Damals hatte noch niemand ein Mobiltelefon. Aber ich kann mit einem der Klingeltöne den Anwohnern hier einen kleinen Vorgeschmack auf moderne Zeiten geben. Was soll das? Hast du das Schild nicht gelesen? Hier wollen Leute schlafen! Verschwinde! Igitt! Wat mut dat mut? Ich leg was von den Fischresten in die Maske. Dem kannst du nicht widerstehen, kleines Kätzchen. Und Klappe zu. Ich steck An-Nazir was von den Fischresten in die Tasche. Ein bisschen behalte ich aber noch. Ja, jetzt werde ich's noch mal wagen, ihn zu wecken. Hm? Was war das? Wieso ist die Tür auf? Bei Allah, was geht hier vor? Der Prophet scheint mir gnädig zu sein, also sollte ich die Gelegenheit nutzen. Denn die Welt gehört dem, der handelt. Jetzt müsste er mich direkt zum Käufer der Amphore führen, weil er sein Geld holen will. Ich darf nur den Anschluss nicht verlieren. Ich muss seine Spur wiederfinden. Hoffentlich lässt mich der Geruchssinn des Pelzknäuels nicht im Stich. Na, wo ist das Leckerli? An
Anscheinend hat An-Nazir die Fischabfälle in seiner Tasche gefunden und weggeworfen. Wenigstens beweist das, dass er tatsächlich hier entlang gerannt ist. Aber welchen der drei Ausgänge hat er nun genommen? Und täglich grüßt das Murmeltier. Wieder bin ich in der Zeit zurückgesprungen. Das ist wirklich mal ein irrer Traum. Solange ich meinem Ziel näher komme, soll mir das recht sein. Ich kenne ja nun zumindest den ersten Teil von An-Nazirs Fluchtweg, der mich zur Amphora aus Alexandria führen soll. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen, um An-Nazir auch in der zweiten Gasse nicht aus den Augen zu verlieren. Was könnte ich hier tun, um An-Nazir nicht aus den Augen zu verlieren? Jetzt muss ich nur ein Weilchen warten. Das Wasser ist gefroren und schon haben wir eine spiegelglatte Eisfläche über die ganze Breite der Gasse. Ich nehme etwas Schnee mit. Auf ein neues. Den ersten Teil des Weges kann ich An-Nazir ja bereits folgen. Nun bin ich mal gespannt, ob ich auch im nächsten Abschnitt Erfolg habe und so den Käufer der Amphore finde. Überraschung! An-Nazir ist durch einen der Durchgänge verschwunden und hat artig das Tor hinter sich geschlossen. Also schön, wiederholen wir das Katz-und-Maus-Spiel ein weiteres Mal. Diesmal muss ich herausfinden, durch welches der drei Tore im Innenhof An-Nazir verschwindet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für welches der drei Tore wird sich An-Nazir wohl entscheiden? Okay, ich präpariere die Griffe der Tore mit Asche. Erledigt. Die Asche an den Toren müsste mir verraten, wohin An-Nazir gegangen ist. So entkommt er mir nicht nochmal. Eindeutig. Hier hat An-Nazir die Asche auf dem Torgriff verwischt. Verflixt. Ich hatte gehofft, dass ich ihn diesmal nicht verlieren würde. Was soll's? Mir wird sicher wieder eine Lösung einfallen. Wie soll ich der Spur von An-Nazir nun folgen? Ich werde das überlastete Vordach mal von seiner Schneelast befreien. Nun wird An-Nazir nach dem Überqueren der Brücke Fußspuren hinterlassen, denen ich folgen kann.
Der Schnee hinter der Brücke wird mir zeigen, wohin An-Nazir geht. Perfekt. An-Nazir ist also nach rechts gerannt und kann demnach nur durch die Gasse dort verschwunden sein. Ihr seid am Leben. Mein Gold, schnell. Sieh, Capisce, mein Meister hält sein Wort. Wartet hier. Bestell deinem Meister meinen Dank. Assalamu alaikum. Der Friede sei mit dir. Gehabt euch wohl. Die Amphore ist also in diesem Haus. Bin gespannt, wer hier wohnt und ein Interesse an altägyptischen Artefakten hat. Meister, was hat es mit dieser Amphore auf sich? Du musst nicht alles wissen, Dummkopf. Ich kam nicht umhin, einen Blick hineinzuwerfen. Sie enthielt eine Schriftrolle. Meister, was bedeuten all diese mir unbekannten Zeichen? Warum haben die Stadtwachen den arabischen Händler wegen dieser Amphore verhaftet? Mamma mia! Deine Neugierde wird dich irgendwann noch den Kopf kosten. Du bist hier, weil du jung bist und zwei gesunde Arme hast. Du kannst den Blasebalg bedienen und das Feuer schüren. Aber ich bin auch hier, um zu lernen. Bitte, so verratet mir doch, was auf dieser Schriftrolle steht. Sonst muss ich die Frage womöglich an jemand anderen richten. Imbecille! Halte deine Zunge im Zaum. Aber nun gut. In der Jugend kommen die Fragen, das Alter bringt die Antworten. Du kennst Archimedes? Vergebt mir, Meister. Idiota! Wozu Antworten geben, deren Sinn dir verschlossen bleibt? Archimedes war ein großer griechischer Gelehrter. Er hat die Lösung für ein mathematisches Problem auf die Schriftrolle geschrieben. Was für ein mathematisches Problem? Verschwende nicht meine Zeit. Du würdest es eh nicht verstehen. Und wo ist die Schriftrolle jetzt? Oh, was für eine hervorragende Idee, es einem Tor wie dir zu verraten, dessen Zunge schneller ist als seine Füße. Unter der Folter der Stadtwachen würdest du singen wie ein Vögelchen. Die Schriftrolle ist hier in der Werkstatt sicher verwahrt. Das Werk des Archimedes muss der Nachwelt um jeden Preis erhalten bleiben. Ich muss verhindern, dass sein Wissen in die falschen Hände gerät. Darum habe ich die Schriftrolle dort versteckt, wo sie noch in Jahrhunderten gefunden werden kann. Meister, ich will euch nicht zu nahe treten, doch ihr seid recht zerstreut in letzter Zeit. Ihr erinnert euch vielleicht, wie ihr die Skizzen für euer letztes Gemälde gesucht habt. Auch diese hattet ihr gut versteckt. Ich bin ein Genie, da kann so etwas schon mal vorkommen. Aber weil ich ein Genie bin, notiere ich derlei Dinge seit diesem Vorfall und übergebe sie der Obhut meiner neuesten Konstruktion. Sprecht ihr vom Zylinder? Sie. Dort sind meine Niederschriften vor neugierigen Augen geschützt. Und ich muss mir nur noch ein Versteck merken, nämlich das des Zylinders. Wie ihr meint, Meister. Ah, hier ist das Buch, das ich suchte. Folge mir nach nebenan. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Sie, Meister Leonardo. Leonardo? Das gibt's doch nicht. Ich bin bei Leonardo da Vinci in der Werkstatt gelandet. Das kann wirklich nur ein Traum sein, aber wie auch immer. Leonardo hält die Aufzeichnungen von Archimedes offenbar für so wichtig, dass er sie schützen und verstecken will. Ich muss diesen Zylinder finden, in dem da Vinci die Hinweise auf das Versteck des Pergaments aufbewahrt. Eine Chronik der Familie de' Medici mit Beschreibungen aller Mitglieder. Cosimo der Alte, Piero der Gichtige und andere mit seltsamen Beinamen. Ist zwar ein bisschen schwer, aber ich steck sie mal ein. Die Madonna Benoit. Das Bild hängt normalerweise in der Eremitage in St. Petersburg. Dort war ich schon mal mit meinem Vater. Das war natürlich in der Vergangenheit der Gegenwart, nicht in einem Traum von der Vergangenheit.
In dieser Amphore waren Schriftrollen von Archimedes, die den Brand in der Bibliothek von Alexandria überstanden haben. Aus irgendeinem Grund war Max hinter diesen Aufzeichnungen her, bevor er entführt wurde. Vielleicht gibt mir dieser merkwürdige Traum die Gelegenheit, etwas über den Verbleib der Aufzeichnungen und deren Bedeutung herauszufinden. Keine Ahnung, was das sein soll. Am besten, ich schaue es mir mal genauer an. Ich nehme das merkwürdige Gerät mal mit. Das Ding sieht aus wie eine Zange, die einen Zündstein hält. Wenn man die Griffe zusammendrückt, bilden sich kleine Funken. Ein Scheinwerfer, Leonardo sei Dank. Der Hohlspiegel im Inneren des Kastens bündelt und verstärkt das fahle Licht der Öllampe. Keine Ahnung, wozu diese Konstruktion genau dient, aber sie erinnert stark an eine Waage. Keine Ahnung, ob es wirklich fährt. Und ich habe jetzt leider auch keine Zeit, das auszuprobieren. Wow, das ist ja ein... Was genau ist das eigentlich? Merkwürdiges Gefährt. Obwohl kein Gewicht auf diesem Arm der Waage lastet, bewegt er sich kein Stück nach oben. Vermutlich ist in diesem kleinen Loch eine Arretierung, die die Waage in dieser Position hält. Ich denke nicht, dass die persönliche Korrespondenz zwischen Da Vinci und seinem Lehrer Verrocchio sehr nützlich für mich ist. Vor allem, da ich kaum etwas davon übersetzen kann. Soweit ich das entziffern kann, handelt es sich um Briefverkehr zwischen Da Vinci und seinem alten Lehrmeister Verrocchio. Eine detaillierte Übersetzung übersteigt allerdings meine bescheidenen Fähigkeiten. Soweit ich das entziffern kann, handelt es sich um eine detaillierte In meiner Gegenwart sollte man nichts einfach so rumstehen lassen und schon gar nicht nützliche Erfindungen. Mal sehen, ob der Lastenheber auch dieses Vehikel anheben kann. Produkttesterin Nina befindet diesen Lastenheber für sehr gut. Verschieden große Meißel. Die benutzt der vielseitige Da Vinci wohl für seine Steinmetzarbeiten. Einer der Meißel scheint in das kleine Loch zu passen und mein handwerkliches Geschick wird den Rest erledigen. Die Arretierung wurde gelöst. Aus der Kiste ragt ein zylinderförmiger Gegenstand. Mit etwas Glück ist das der Zylinder, in dem Da Vinci das Pergament des Archimedes versteckt hat. Das muss der gesuchte Zylinder sein. Auf den Scheiben befinden sich Buchstabengruppen. Zusammengesetzt ergeben sie Namen von italienischen Städten. Verrocchio. In diesen Notizen müsste stehen, wo ich die Aufzeichnung des Archimedes finden kann. Da ist jemand an der Tür. Uno momento, ich eile! Signore de' Medici, wie kann ich euch zu Diensten sein? Nennt mich doch endlich Lorenzo, mein Freund. Ich bin gekommen, um das Gemälde zu holen. Ist es fertig? Ma sì, ein Meisterwerk. Ich werde es unverzüglich holen. Hier.
Hier ist es. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist großartig geworden. Ihr seid ein wahrer Meister. Wohl erkannt. Darf ich euch ein Stück begleiten, Signore de' Medici? Lorenzo! Scusi, si capisce, Lorenzo. Prego.